Die Buchstaben beißen. Die Worte wehren sich. Schöne Sätze tragen nun einmal Dornen. Jeder Text ist zuerst eine Lehmwand, die Risse bekommt, während man noch an ihm schreibt. In diese Risse hinein senken sich Staub und Same. Der Text bricht auf und entwickelt sein Eigenleben. Kräfte walten und entfalten sich. Schornsteinbauer wissen, wovon ich rede. Es ist wie mit der Suche nach Krebsen im Fluss. Man muss jeden einzelnen Satz wie einen Stein anheben, will man seinen Sinn ergreifen. Wer ungeübt ist, dem huschen verborgene Bemerkungen flink davon. Geradezu aufrecht und übermütig nenne ich hier und heute Österreich meine Heimat. Klagenfurt meine Geburtsstadt, obwohl die wahre Geburtsstadt Rostock ist. Es gibt mich als Mensch und Mecklenburger. Es gibt mich als Autor und Klagenfurter. Ich betrat die Welt der Literatur auf österreichischem Boden, erblickte in Klagenfurt das literarische Licht. Durch meinen inneren Zwillingsbruder bin ich Österreicher geworden. Diese Art von Zweisamkeit möchte ich in mir gewahrt wissen und ausdrücklich betonen. Ich habe Schwierigkeiten, mich Schriftsteller zu titeln. Schreibender klingt deutlich mehr nach Handwerk. Das Wort Schreiberling steht mit seinen drei Silben fester auf dem Boden als das Wort Schriftsteller. Ich wäre viel lieber ein indischer Rocksänger, britischer Comicmaler, russischer Charakterdarsteller, afrikanischer Talkshowmaster, isländischer Bildhauer geworden. Von meinem erlernten Beruf, Textilgestalter, ist nur noch die Anfangssilbe Text geblieben. Die Silbe Ill, Till, das Wort Gestalter, schwanden aus meinem Leben. Ich wurde spät reif. Spät errang ich erst Anerkennung. Ich sang mich mit Reimen in den Schlaf, erfand dunkle Schattenrealitäten. Ich scheuchte Motten, schuf Fantasiegebilde, las Bücher, saugte Schund, Monsterberichte, Heldensagen, namenlos gebliebenen Grusel. Ein Buch zog 100 andere Bücher nach sich. Ich sonderte mich ab. Ich schämte mich meiner Neigung nicht. Denn ich hob lesend Gruben aus, rieb mir Trotz auf die Stirn. Der Herkunft nach bin ich Deutsch, mein Nachname aber ist polnischen Ursprungs. Ich hieße dort Seidelbast. Man steckt sich Seidelbast an den Hut, hält damit Hexen auf Abstand. Seidelbast spielt eine Rolle in der Geschichte des Papiers. Ich bin namentlich an der Papierentwicklung beteiligt. Mit Büchern hatte ich erst durch die Adoption Kontakt. Ich brachte mir Bücherlesen heimlich unterm Dach des Hauses der Adoptionseltern bei. Wort für Wort fand ich andere Worte für die mir bis dahin unbekannten Dinge. Bücher kreisten wie Erdtrabanten gleich um mich herum. Ich wurde zum schreibenden Kosmonauten, ich wurde mit den Büchern intim. Ich vergaß die Pubertät über lang, die Mädchen, ich ließ sie alle links liegen. Ich konnte Bücher querlesen, aber mit den Mädchen nichts anfangen. Mich treibt diese Gier nach Lesefutter. Ich muss Stimmen hören, Sprache verzehren. Ich tüte Sätze und Worte ein. Ich trage sie alle brav nach Hause. Ich sage Vogelnest zur Vitrine oder Baum zu einem Portemonnaie. Es zwitschert in jeder Schublade. Gedichtzeilen wehen von den Ästen der Birke vor unserem Haus und ich presse Gesprächsfetzen zu Würfel und rühre sie auf. Ich gebe den Dingen mir gemäße Namen. Ich lerne
freier zu reden. Ich lebe gut in meiner eigenen Wortwelt. Ich kann mit Worten fantasieren. Ich liebte die Ruhe über den Buchseiten. Ich träumte, Schreibender zu werden. Ich träumte, eine wunderschöne Frau mit einem Buch von mir in der Hand. Ein großer, schöner Menschheitstraum. Das Kind zeugen, das Haus bauen, das Buch schreiben. Meine Mitmenschen verstanden mich nicht. Sie winkten ab, verlachten mich, gingen einfach weiter, hob ich an, lyrisch oder dichterisch von den Büchern zu sprechen. Ich ging dann in Bad Doberan zur Schule. Ich lernte dort den ersten Schriftsteller meines Lebens kennen. Er trug Baskenmütze und einen weißen Bart wie Hemingway. Er las sehr lebendig vor. Ich schrieb ihm lange Briefe. Ich besuchte ihn auf der Insel Hiddensee. Dann verlief sich das. Nur wollte ich ab diesem Zeitpunkt unbedingt auch ein Schreibender werden. Oh ja, ich hatte einen guten Deutschlehrer. Eichler, sein Name. Ich landete in Berlin, studierte Kunst und begann dort Leute zu bewundern, die Texte schrieben. Ich orientierte mich an ihren Texten, ich suchte ihnen auf die Schliche zu kommen, ich arbeitete mich in ihre Stile hinein. Ich arbeitete mich an ihren Stilen ab. Ich parodierte sie. Berlin steht für meinen Werdegang zum Parodisten. Schriftsteller aber wurde ich erst, nachdem die Mauer fiel. Entdeckt und gefördert hat mich Erich Maas, der von Köln aus in die aufregende Metropole Berlin, in die plötzlich ohne Mauerstadt übergesiedelt war. Er brachte auch mein erstes Buch heraus, Nichts. Der Titel bedeutete nichts weiter als der Nix von die Nixe. Denn ich bin halb und halb in einer Person. Ich bin halb Bauer, halb Städter, halb schlau, halb dumm, halb Mensch, halb böse, halb edel, halb gut, halb ein Produkt meiner eigenen Fantasie, halb geistreich, halb nervend, halb voll von Ideen, halb bereits ausgeleert. Zeitgleich mit dem meinen brachte der Maas noch ein Buch von Matthias Bader-Holz heraus und präsentierte die beiden schmalen Bücher auf dem Fußboden der Frankfurter Messe zu einem weinrot-himmelblauen Teppich ausgelegt. Und auf dem Bücherbodenbelag stellte er ein Schild mit der Aufschrift »Bitte nicht füttern«. Fertig. Das Börsenblatt nannte uns innovativ und einen wichtigen Verlagsneuzugang. Mein Österreichsein begann 19 Jahre vor dem endgültig erfolgreichen zweiten Versuch, in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis zu gewinnen. Damals wurde ich auf offener Straße vor meinem Haus von einem Mann direkt angesprochen, der anhielt und auf dem Sattel seines Fahrrads sitzen blieb. Der Mann sagte mir, dass er von meinem Buch Nix begeistert wäre, mich für einen literarischen Wettbewerb vorschlagen wolle, bei dem er Jurymitglied sei. Ich kannte kein Klagenfurt. Ich weiß nur, dass ich sehr eilig hatte, in meine Wohnung zurückzukommen. Ich hatte nämlich Nudeln aufgesetzt und dachte an die Nudeln, während er redete und mir schließlich 3 Wochen Bedenkzeit gab. Oh, wundersamer Stefan Richter, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre ohne die Begegnung mit ihm. Ich bin nach dem Nudelnessen rasch um die Ecke zu Wolfgang Hilbig gelaufen, von dem ich wusste, dass er in jenem Klagenfurt schon einmal gelesen hatte. Er sagte, ich solle da nur hinfahren, wenn ich dort auch einen Preis
heimsen könne. Ansonsten wäre das Wettlesen tunlichst zu meiden. Ich liefe Gefahr, abgeurteilt zu werden und würde mich davon dann nie wieder so recht erholen. Ich dankte Hilbig und sagte dem Juroren zu. Nach Klagenfurt reiste ich mit meinem damaligen Nixverleger. Allein traute ich mich nicht. Es war alles aufregend und neu für mich, der Flug allein, das Umsteigen in eine noch kleinere Maschine, die über die österreichischen Berge hinweg mit ihren Flügeln flatterte. Und Helmut Karsek war beim Einsteigen so omnipräsent, wie auf drei Sitzen gleichzeitig an Bord anwesend. In der hintersten Reihe trank ich mit Emine Özdamer, die wie ich Flugangst hatte, gegen das Gefühl Schnaps. Wir blieben durch weitere weltliche Ängste miteinander eng verbunden. Dem Ostklischee zu entsprechen, trugen Maas und ich billige, argrumänisch aussehende Anzüge und mein Verleger fuhrwerkte, wann immer ich angesprochen oder interviewt werden sollte, mit seiner Videokamera dazwischen, filmte die mich befragenden Personen aus vollster Nähe ab. Es entstand um uns eine Art Mondhof, jene voll beabsichtigte Aura der Verunsicherung. Ich beantwortete alle an mich gerichteten Fragen mit einer Gegenfrage. Beispiel, Frage: Wie gehen Sie mit dem Ostbonus um? Antwort: Ach, wissen Sie, was heißt denn hier Ostbonus? Eine freche Frau durchbrach die Bannmeile und lockte mich mit auffälliger Begründung in ihren Wagen, betätigte drin die Zentralverriegelung und interviewte mich über eine Stunde lang. Die Scheiben beschlugen. Maas konnte uns von draußen nicht mehr filmen. Wenn es dieses Interview noch gibt, ich würde es so gerne noch einmal hören. Und dann kam mein großer Auftritt in Klagenfurt. Und schon war auch Preisverleihung. Und die Jury konnte sich nicht recht einigen, ob nun ich oder Marcel Bayer den dritten Preis gewinnen sollte, bis dann ein Juror, der lange für mich gestimmt hatte, nachgab und für Marcel votete. Ich wurde Vierter. Der Vorgabe Hilbigs war also entsprochen worden und zwei Tore beim Fußballspiel kommen noch auf mein Konto dazu. Ich blieb eine schöne Weile im Gespräch, hatte viele Lesungen, bekam gute Honorare ausgezahlt. Und dann war auch das ausgestanden und vorbei. Ich wurde, was ich vor dem Preis bereits gewesen war, einer, der sein Geld nunmehr wieder mit ehrlicher Arbeit verdiente, auf dem Kollwitzplatz Bratwürste verkaufen. Das Buch Das Kind, das ich war, holte mich in die Literatur zurück. Ich schrieb in 5 Jahren 5 Bücher. Ich schrieb mich leer und trank sehr viel. Das Leben ist kurz, am Ende stirbt der Mensch, selbst der umtriebige, unbekannte Schriftsteller. 5 Monate war ich Klagenfurts Stadtschreiber und schrieb mit Carsten Krampitz das Buch Crashkurs Klagenfurt. Ich lernte so viele gute Menschen kennen, auch das Klagenfurter Verleger-Ehepaar Susanne und Achim Zechner, die hiermit herzlich bedankt seien, unsere Stadtfibel herausgebracht zu haben. Und ich möchte mich jetzt im Stile von Marcel Reichranitzky üben und eine Autorin vorstellen, die in meiner Stadt Klagenfurt in der Literatur beheimatet ist. In ihrem Erstlingswerk Hinter der Zeit schreibt jene Mirjam H. Auer den sich auch durch meine Rede ziehenden roten Faden so. Die Aufsplittung einer Person zum Zwilling, was bei mir noch halb Mensch,
halb Schreiberling, ein deutsch-deutsches Doppelwesen ist, wird bei ihr zum eurodimensionalen Dreigroschenopel, der die Ewiggestrin hinter ihre Zeit scheucht und hinter der Fassade sichtbar macht. Ich kehre an Orte, die mir was bedeuten, oft und gerne zurück. Klagenfurt ist ja nicht einfach nur eine Stadt. Ich schätze in Klagenfurt alle möglichen Arten von Ablenkung sehr. Man kann sich hier so herrlich davon abhalten, zu tun, was anstünde, nämlich schreiben. Und Klagenfurt besitzt eine verblüffende Dichte an Dichtern. Du sitzt hier an einem Tisch und hörst die Leute über Ereignisse reden, die passiert sein könnten oder reine literarische Erfindung sind. In kleine Stücke geschnittene Literatur, die hier wie Chips gefuttert wird. Was das Verhältnis von schreibenden Personen zur Einwohnerzahl betrifft, kann sich Klagenfurt locker mit Dublin oder gleich ganz Island messen. Jeder Jammer wird hier zur großen Philosophie ausgeweitet. Vor allem wird hier viel geklagt, wie sehr jedermann für seine Kunst zu leiden habe und dass mitunter Jahrzehnte vergingen, ehe sich magerster aller Erfolge, aller Mühen einstelle. Nun ja, nun nein. Und doch meinen die Schreibenden in Klagenfurt, es ungemein schwerer zu haben, weil die Herausforderungen wegen der alljährlich Wiederkehr der Bachmann-Tage und die ankommenden, abfahrenden, auserwählten anderen Autoren live und mit anschließender Debatte so hautnah zu erleben seien und machten, dass der Klagenfurter Autor nicht mehr mit der allgemein gültigen österreichischen Elle zu bemessen wäre, sondern weit über sie hinaus. Nun nein, nun ja, vom Ich zum Wir sage ich hiermit, wir Klagenfurter Schreiberlinge dienen allesamt einem höheren Credo, das da heißt, Schreibender, wisse, du dienst deiner Kunst, also gehe für sie durch dick und dünn, erarbeite dir ein nötiges Handwerk, finde deinen Ton, sorge für dein Überleben und schreibe, schreibe unbeirrt weiter und entfalte dich und werde überlebensgroß. Gesuch. Seit 2013 wohnt Georg Baselitz nun schon in Salzburg, heißt es. Das sind vielleicht erst 2 Jahre, aber er darf sich nun offiziell zu Mozartkugeln, Kaiserschmarrn und Palatschinken bekennen, jubelt die Zeitung. Dem gebürtigen Sachsen wurde die österreichische Staatsbürgerschaft im besonderen Interesse der Republik Österreich überreicht, teilte die Landesregierung von Salzburg mit, überzeugt davon, dass sich der 77-jährige Professor als Persönlichkeit von internationalem Format und als neuer Staatsbürger sehr fördernd in Land und Gesellschaft einbringen wird. Ich habe nachweislich ebenfalls jene erforderlichen 2 Jahre in Österreich verbracht. Und bitte hiermit um ähnliche zuvorkommende Behandlung. Soweit, so Schluss mit dem Gerede. Und etwas noch gebeichtet. Weiß der Lindwurm in Klagenfurt warum? Aber ich habe in Klagenfurt nicht einmal im See gebadet, keine einzige Zehenspitze habe ich hier ins klare Wasser des Wörthersee hineingesteckt und auch der gute Gerdi vom ORF, der mich mit dem hochverehrten Bühnenbildgestalter vergangener Bachmann-Tage H.P. Maja zusammengebracht hat, selbst er konnte mich nicht ins Wasser locken. Kein Ironman je schafft das.
Ich mag es nun einmal trübe und tosend. Wellen müssen da sein und schäumen. Quallen und Seetang sollen an meinem Körper entlang ziehen. Sand muss zwischen meinen Zähnen knirschen. Ja, ich will es knirschen hören, wenn ich spreche. Ich finde mich im trüben Wasser deutlich besser aufgehoben. Im Klaren verliere ich die Übersicht. Ich bleibe als Wahl, Klagenfurter und Bachmann-Preisträger lebenslang der ewige Fischkopf und Ostseedorsch.